So, also von den ganzen goldenen Schlüssellöchern verabschieden wir uns und wir gucken hier fleißig nach irgendwelchen Schaltern, denn wir wollen immer noch das letzte Secret und zwei Schätze finden. Hier waren nur die Drachensteaks, komischerweise zwei übereinander gestapelt, das sah ein wenig kurios aus. Aber sonst sieht das schlecht aus, was Schalter angeht. Ging hier wahrscheinlich echt nur darum, den blauen Kristall und die Schlüssellöcher zu finden. Oh, das Licht geht aus. So. Oh, okay. Ein Knopf oder eine Kiste. Was haben wir in der Kiste? Essen, das wir nicht brauchen. Eine Flasche, das wir auch nicht unbedingt brauchen. Und zwei Fackeln. Nö. Du kannst weg. Was machst du? Ich höre nichts. Okay, drücken wir dich wieder zurück. Warten ganz kurz, um der Wand die Möglichkeit zu geben, wieder ganz runter zu gehen. So, 21, 22, 23. Und laufe jetzt mal in die andere Richtung. Und ich höre was. Ah, ja, sehr schön. Schatz Nummer 6 von 7. Fehlt nur noch einer. Glob von Tetarion. Keine der Länder auf dem Globus scheinen bekannt. Ist dies die Karte einer anderen Welt? Vielleicht springen wir ja da durch das Portal hin. So, das hat sich also hier schon mal gelohnt. Wir haben blauen Kristall gefunden. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, unsere goldenen Schlüssel auszugeben, wenn wir dann mal irgendwann wieder neue goldene Schlüssel finden. Und wir haben einen Schatz gefunden, den vorletzten Schatz, was ich schon mal sehr gut finde. Denn jeden Schatz, den wir hier unten finden, müssen wir... goldener Schlüssel? Okay. Denn jeden Schatz, den wir hier unten finden, müssen wir oben nicht wiederfinden. Ist der jetzt irgendwie gespawnt oder war er schon vorher da? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass mir ein goldener Schlüssel auf dem Boden auffallen würde. Genauso wie er mir eben auch aufgefallen ist. Na gut, den geben wir doch gleich mal aus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob für Eisbomben, also für Bomben mal. Oh, da lag doch nichts. Also für die Bomben oder für die Säcke, wo eventuell Kräuter drin sind. Denn die Fackeln, die daneben liegen, suggerieren so, dass diese Tür für Supplies ist, also für Ausrüstung. Diese für Rüstung und diese für Waffen. Ah, speichern wir einfach mal ab. LP055A. Und gucken mal rein. So, Sack Nummer 1 hat schon mal drei Heilkräuter. Sehr schön. Und Bluttropfendinger. Der Sack kann wieder weg. Unter den Fackeln liegt sonst auch nichts. Okay. Machen wir mal schon mal ein, zwei Heiltränke. Und ich hoffe mal, dass in dem nächsten Sack ein paar von diesen Tränken, diesen Kräutern drin sind. Denn die brauchen wir für Geschwindigkeitstränke. Die können wir jetzt auch schon mal machen. So, das war nämlich blutiger Durchfall. Blut von den Blutstropfendingern und Durchfall, weil dieses Milkread halt gegen Verstopfung oder so war. Und. Nö. Ein Energietrank und ein Heiltrank. Die Pilze brauchen wir nicht. Schade. Aber na gut, die ganzen Heilkräuter und der Heil- und der Energietrank haben schon mal geholfen. Will man nicht meckern. Wir haben hier in dem Bereich jetzt eigentlich schon mehr als genug gute Sachen gefunden. Das soll uns auch erstmal reichen. Also, hier wieder raus. Und dann das Secret finden, das wir schon mal gefunden haben. Nee, darum. So, nebenbei darauf achten, ob wir auf dem Boden irgendwo was liegen sehen, was wir gebrauchen könnten. Keine Käfer. Oh, den Rahmen hier vielleicht. Dies ist bloß alter Schrott. Na gut. Du weißt ja, wovon du sprichst, ha, Würfel? Das sind immer noch die Kettenhandschuhe. Oh, was haben wir hier? Ein Nozzle. Oh, wir können uns gar nicht mehr bewegen. Okay,
Okay, das sind wir den Nozzle und die Pipe hier. Weil die Pipe brauchen wir, glaube ich, eh nicht. Davon hatte ich irgendwo schon mal eine gesehen. Und wenn es davon mehrere gibt, wird es das nicht sein. Ein Schaft. Wir brauchen keinen davon. Na gut. Hier waren die Fackeln drin. Hier ist noch ein Schaft, den wir wahrscheinlich auch nicht brauchen werden. Den Knopf. Ja, was macht der Knopf? Oh, hat er vielleicht die Tür da hinten aufgemacht? Das könnte natürlich sein, weil ich war eigentlich der Meinung, dass die Türen alle abgeschlossen waren. Okay, gut, hätten wir das auch schon mal geklärt. Wenn es denn wirklich das war. Da hinten ist auch noch eine verschlossene Tür. Gucken wir mal ganz kurz hin. Wow. So viel zur verschlossenen Tür. Die scheint offen zu sein. So. Ein Dampfkanister. Es ist jedoch total zerstört. Na gut. Noch ein Knopf. Mann, wir werden echt zugeworfen mit denen. Gucken wir erstmal kurz, was hier ist. Noch so ein Fire-Nozzle, also brauchen wir die echt nicht. Schon wieder so ein Rahmen, brauchen wir also wahrscheinlich auch nicht. Ah, was haben wir hier? Ein Zahnrad. Wir brauchen es. Das ist doch mal eine Ansage. Oh, noch ein Tentakelding. Dabei wollte ich eigentlich gerade ausprobieren, was der Schalter macht. Komm, geh weg. Geh weg. So. Also jetzt, wo wir einigermaßen Laufplatz hier haben, drücken wir jetzt... Ach, das ist, glaube ich, der Knopf für die... für das eine Secret, das wir schon mal hatten. Genau. So, was war hier in der Kiste drin? Na, 4 Heilkräuter und 2 Flaschen. So, also, ein Secret, ein Schatz fehlt noch. Ja, hier unten scheinen wir jetzt überall gewesen zu sein. Aber uns fehlt noch mindestens ein Gegenstand. Also, anscheinend nur noch ein, weil hier steht echt, wir brauchen es. Nuzzle ist es nicht, davon haben wir 2 gesehen. Rahmen ist es auch nicht, davon haben wir auch 2 gesehen. Marder am Stock ist es bestimmt auch nicht. Zahnrad. Wir brauchen ein kleineres. Ja, das kleinere haben wir da. Oh. Oh, kommen die auf einmal alle her? Oh, und ich höre so ein Fliegeviech. Ich glaube, es war gerade da. Genau, komm her. Doofes Ding. So. Dein Tentakelfreund bringen wir auch gleich um. Auch wenn er nur einen Schadenspunkt gemacht hat, was irgendwie ein wenig mau ist. So. Also, Fire Nozzle brauchen wir immer noch nicht. Schafft auch nicht. Was bleibt denn da noch über? Wir hatten doch auch erst 2 Sachen oben hingestellt, oder? Also in die Maschine. Rahmen, Zahnrad, nein. Käfer, nein. War oben bei den Spinnen irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Der Tank. Bei dem Tank stand aber bei... Er ist jetzt jenseits aller Repariermöglichkeiten. Wird es also auch nicht sein. Und hier in einem Secret eh nicht. Na komm, nehmen wir die Nuzzle. Oh, können wir gar nicht mitnehmen, weil wir überladen sind. Drachensteak. Ja, jetzt können wir es mitnehmen, aber sind trotzdem ganz schön schwer beladen. Oh. Noch ein Knopf. Knopf. Noch ein Secret. Oh, oh, komm schon. Drück die Daumen, drück die Daumen. Ist das letzte, richtig?
70 von 71. Wenn da jetzt ein Secret ist, heißt das, ich muss nicht mehr nach oben laufen und stundenlang Wände ablaufen. Das wäre echt... Komm schon, komm schon. Yes! Na also, schöne Sache. Wir haben jetzt alle Secrets. Fehlt nur noch ein Schatz und dann sind wir soweit durch. Oh, das hätte nicht besser laufen können. Ich habe mich echt schon stundenlang oben die Wände abklopfen sehen. Das wird doch ein wenig langweilig geworden. So, den Fire Nozzle lassen wir jetzt doch da. Wir gehen jetzt nach oben, drücken das eine Zahnrad schon mal in den Würfel rein und dann kommen wir einfach nochmal runter. Und probieren den Rahmen und den Nozzle aus. Auch wenn es davon mehrere gibt. So, wo ist der Teleporter? Wird schon wieder so dunkel. Licht, Licht. Schild in die Hand. Da ist der Teleporter. So. Was passt denn hier rein? Passt du hier rein? Ja, passt du. Fehlt also noch eins. Hier war das Erz drin. Hier war das Zahnrad drin. Ich glaube, hier war so ein kleiner Kasten. Deswegen habe ich den wahrscheinlich übersehen. Weil er einfach klein ist. Na gut. Gucken wir nochmal ganz kurz da die Ecke auf der Karte an. Und springen da einfach runter. Also ein kleiner Kasten. So eine Art Sicherungskasten oder so war das. Ist die Frage, ob es auf dem Boden liegt oder in so einer Nische. Richtig. Gut, die nehmen wir mal mit. Wollen wir jetzt den Würfel wecken oder nicht? Er sieht funktional aus. Ja, das ist schon mal schön. Speichern wir mal ab. Über den Speicherstand rüber. Ja. Wir haben hier noch drei Türen, die anscheinend nicht aufgehen. Besser gesagt, nur mit einem Schlüssel aufgehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, das war nicht der Goldschlüssel. Aber dann sähe das hier eigentlich anders aus. Das Schloss sieht eigentlich so aus wie das am Anfang. Also der Gefängnisschlüssel. Und da ist auch ein Sack hinter. Also muss man da wohl irgendwie hinkommen. Aber ich weiß, wenn gleich der Würfel aktiviert wird, wird der Teleporter aktiviert. Aber werden auch die Türen hier geöffnet? Das können wir überprüfen. Also, wir laufen jetzt zum Würfel hin. Drücken das letzte Teil da rein. Und sobald er anfängt zu laufen... springen wir nicht in die Fallgrube rein. Sobald er anfängt zu laufen, gehen wir einmal um ihn rum. Dann drücken wir auf die Druckplatte da in der Mitte, wo er draufsteht. Einfach nur für den Fall, dass es irgendwas auslöst. Und überprüfen dann die drei Türen da. Und wenn wir die drei Türen überprüft haben und es passiert nichts, springen wir einfach hier in den Teleporter und suchen nach der antiken Waffe. Und hoffentlich auch dem letzten Schatz, der irgendwo in dem Bereich ist. Weil ich habe keine Lust, wieder zurückzulaufen. Nee, hier hatten wir schon. Klick. So. Ah, ich bin wieder ganz... Ja, das kennen wir doch alle schon. Ha, 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 ha. Du bist so doof. Ja, ich weiß. Na komm. So, klick. Tür Nummer 1. Ist immer noch zu. Tür Nummer 3 ist das hier nicht. Und das ist doch ein wenig hektischer, als ich mir das ausgemalt hatte. Es gibt keinen Weg nach draußen. Ja, wahrscheinlich, weil ich so viele Gegner getriggert habe, durch die das auf die Platte treten. Also da oben. Tür ist immer noch zu. Tür ist immer noch zu. Okay, Teleporter. Uffala. Durchatmen. Okay. Also die Türen sind nicht aufgegangen. Das finde ich jetzt komisch. Das heißt, eventuell finden wir jetzt hier irgendwo Schlüssel. Nee, ich komme nicht zurück. Und ich bin kein Feigling, ich bin nur nicht wahnsinnig.
So, also gucken wir hier mal nach Schaltern für den letzten Schatz. Hier geht's nach oben, okay. Keine Schalter soweit. Hier kann man auch kein Zahnrad rausziehen, nein. Nee. Du kannst dich nicht verstecken. Doch, kann ich. Kann ich sogar sehr gut. Nämlich genau hier. Also, abspeichern und in der nächsten Folge suchen wir den letzten Schatz. Und die antike Waffe. So, 55b und wir sehen uns gleich wieder.